Warum sollte ich internationale technische Betriebswirtschaft studieren? Welche Fähigkeiten und Interessen sind hier gefragt? Ja, das ist eine super Frage, die solltet ihr euch auf jeden Fall stellen, bevor ihr euch für einen Studiengang entscheidet. Warum ihr TBB, also internationale technische Betriebswirtschaftslehre, studieren solltet, ist eigentlich schon im Namen drin. Es sind drei Gründe: die Internationalität, die technische Ausbildung und die BWL-Ausbildung. Gerade heutzutage ist ja eine internationale Ausbildung extrem wichtig. Fast jedes Unternehmen ist international tätig, gerade bei uns hier in der Region Stuttgart-Esslingen. Und von daher ist es toll, dass ihr in unserem Studiengang genau darauf vorbereitet werdet. Ihr habt zum einen Vorlesungen in englischer Sprache, das heißt, ihr werdet sprachlich mit den Fachbegriffen vorbereitet, aber ihr bekommt auch Inhalte, die eben gerade für international tätige Unternehmen wichtig sind. Die zweite Sache ist das Technische. Produzierende Unternehmen haben oft Ingenieure, die zusammen mit den BWLern arbeiten. Und da gibt es manchmal Probleme, weil die nicht die gleiche Sprache sprechen. Bei euch ist es aber nicht so. Ihr kriegt eine Grundausbildung. 10-15% eures Studiums sind technische Inhalte. Und seid dadurch in der Lage, wirklich auf Augenhöhe auch mit den Ingenieuren zu sprechen und deren Anforderungen und Problemstellungen zu verstehen. Und der letzte Punkt ist halt die Betriebswirtschaft. Ihr werdet wirklich ein tiefes betriebswirtschaftliches und gesamtwirtschaftliches Wissen erwerben, was natürlich eines der wichtigsten Dinge ist, wenn es dann später ans Berufsleben geht. Ja, die Fähigkeiten, die man dafür braucht und die Interessen, die leiten sich eigentlich daher ab. Ihr solltet euch halt für internationale Fragestellungen, für wirtschaftliche Fragestellungen und auch zum Teil für technische Inhalte interessieren. Die Fähigkeiten, die man braucht, ist ein gutes Verständnis der englischen Sprache. Klar, wenn man Vorlesungen auf Englisch hat. Und auch ein, sage ich mal, ganz gutes mathematisches Verständnis. Die technischen Inhalte sind mathematisch. Ihr müsst jetzt kein Mathe-Abi mit 1,0 haben, aber ihr solltet euch zumindest ein bisschen dafür interessieren. Und dann passt es eigentlich schon sehr gut mit dem Studiengang und euch zusammen. Und vor allem solltet ihr euch eben für Wirtschaft interessieren und Spaß an solchen wirtschaftlichen Fragestellungen haben. Wie unterscheidet sich das dann von einem normalen BWL-Studium an der Uni? Da gibt es drei wichtige Unterschiede. Also ich gehe erstmal auf das Organisatorischere ein. Bei uns an der Hochschule haben wir natürlich deutlich kleinere Gruppen in den Vorlesungen. Ihr seid so mit 20 bis 40 Leuten zusammen in einer Vorlesung. Das heißt, es ist ziemlich toll, weil der Dozent, der Professor, der kennt euch, der kennt euren Namen, der kennt eure Bedürfnisse und kann dann viel individueller auf Fragestellungen und Probleme, die vielleicht während des Studiums und bei der Vermittlung der Inhalte auftreten, eingehen. An der Uni, wo man mit 300-400 Leuten zusammen in der Vorlesung sitzt, da kann das natürlich niemals möglich sein. Die zweite Sache ist, der Aufbau des Studiums ist ein bisschen anders. Ihr habt zwei verpflichtende Dinge, die es so an der Uni nicht gibt, und zwar einmal einen Auslandsaufenthalt. Da könnt ihr theoretisch an eine Partnerhochschule, an eine Partneruni von uns gehen. Wir haben überall auf der Welt, in den USA, im asiatischen Bereich, aber auch in Europa Partnerhochschulen, die ihr besuchen könnt und dort Kurse machen. Und der zweite verpflichtende Teil ist ein Praxissemester. Also das heißt, ihr werdet die Fähigkeiten, die ihr lernt in der Theorie, dann auch direkt im Studium noch im Praxissemester anwenden. Ihr könnt es auch verbinden und sagen, hey, ich mache ein Praxissemester im Ausland, da habe ich gleich beides gemacht. Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, die zwei, sage ich mal, Pflichtaufenthalte da zu verbinden. Und die dritte Sache sind die Inhalte des Studiums. Ein normales BWL-Studium an der Uni hat eben nicht diese Internationalität und hat auch nicht diesen technischen Aspekt. Und gerade bei uns in der Region mit den vielen Firmen, die international im technischen Bereich tätig sind, hebt ihr euch da deutlich von der Masse des, sage ich mal, normalen BWLers ab. Wie sind die Chancen, danach einen Job zu finden? Wo arbeite ich da? Die Chancen, einen Job zu finden, stehen sehr gut, weil ihr bringt ja viel mit. Ihr seid ausgebildete BWLer, wie jemand mit einem normalen BWL-Studium, sage ich mal. Aber ihr könnt noch mehr. Ihr habt das technische Wissen und das internationale Wissen. Und gerade bei uns in der Region, mit den vielen Firmen, die im technischen und internationalen Bereich tätig sind, habt ihr da wirklich gute Chancen. Wo arbeitet man da genau? Naja, ihr könnt euch eigentlich aussuchen, was euch Spaß macht und in allen Bereichen innerhalb der Firma theoretisch arbeiten. Sei es jetzt Marketing, Vertrieb, in der Produktion, in der Logistik oder in dem Finanzwesen. Nach unserem Studium seid ihr auf alle diese Aufgaben vorbereitet. Zusätzlich, durch dieses technische Wissen, gibt es auch Jobs an der Schnittstelle, sage ich mal, von Ingenieursjobs und Jobs für BWLer. Und dafür seid ihr natürlich auch sehr gut ausgebildet und prädestiniert eigentlich, weil ihr aus beiden Bereichen gutes Wissen habt, dass ihr
dann direkt beim Jobeinstieg anwenden könnt. Was möchtest du selber noch Interessierten mit an die Hand geben? Ja, also ich würde euch gern mitgeben, dass es wirklich ein toller Studiengang ist. Der Studiengang ermöglicht euch, in wirklich viele verschiedene Themen reinzugucken. Also in die ganzen verschiedenen BWL-Bereiche, in die technischen Bereiche und in die Internationalisierung. Und das ist ja gerade super wichtig, wenn man von der Schule kommt und vielleicht noch nicht ganz genau weiß, was man später mal machen möchte, dass man erstmal ein vielfältiges Angebot hat. Wenn ihr dann irgendwie während des Studiums merkt, hey, da gibt es jetzt ein Thema, sei es Finanzwesen, sei es was Technisches, das mich super interessiert, dann habt ihr danach tolle Möglichkeiten, euch da weiterzuentwickeln. Ihr könnt einen Master machen nach unserem Bachelor und euch in der Theorie und bildungstechnisch da nochmal vertiefen. Oder ihr könnt in den Job einsteigen und sagen, hey, das ist ein Fachgebiet, dafür interessiere ich mich, da bin ich gut und da fange ich jetzt bei einer Firma an und entwickle mich so weiter. Also von daher ist es wirklich ein super Studiengang, der euch vielfältige Möglichkeiten eröffnet und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns dann im ersten Semester sehen würden und ich euch persönlich hier in Esslingen begrüßen könnte. Bis dahin, macht's gut, hoffentlich bis bald.